Hallo liebe Whisky-Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei mir beim Kanal von Whisky Evening. Mein Name ist André und heute geht es mal wieder zu Bunnahabhain. Bunnahabhain, einer Destillerie, sicherlich vielen bekannt. Und was haben wir heute für einen Tropfen? Wir haben den Bunnahabhain 18 Jahre. Ja, dieser Bunnahabhain, das wurde mir schon sehr lange empfohlen von verschiedensten Leuten, auch von euch natürlich. Und ja, dann war es so, dass der dieses Jahr auch wieder oder jedes Mal jedenfalls ein Award gewonnen hat. Und ob der jetzt nun wichtig ist, kann natürlich wieder jeder für sich entscheiden. So sieht die Flasche aus. Gab ja die Woche viele Diskussionen auch wieder, weil die neue Whisky-Bibel rauskam von Jim Murray. Aber wie gesagt, dazu mehr. Jetzt wollen wir erstmal diesen wunderbaren Tropfen mal einschenken. Ihr seht mein Outfit. Ich war heute unterwegs, aber ich habe wenigstens ein Bunnahabhain Glas. Deswegen habe ich mich nicht extra jetzt umgezogen. Ja? Und wenn ich dann jetzt so nach Hause gekommen bin, es war ein wunderbarer Tag, hat alles wunderbar geklappt. Mit den Gästen, also wir haben ein Gin-Tasting heute gehabt und ja, jetzt belohne ich mich und lasse euch daran teilhaben mit diesem Bunnahabhain 18 Jahre. Ja, die Woche war viel los, seit langem mal wieder und beim letzten Video hatte ich ja gesagt, oder war ich ja mit Steffen und André gemeinsam da, waren wir ja in Berlin zum Whisky-Herbst und als Fazit muss man echt sagen, es war wirklich schön, nach so langer Zeit mal wieder so viele Whisky-Freunde auf einem Fleck zu haben und bedanke mich bei allen, die bei uns vorbeigeschaut haben. Manche nur kurz Hallo gesagt, auch in Ordnung, mit manchen konnten wir etwas länger uns unterhalten. Und natürlich auch philosophieren über die neuen Sachen, die da kamen. Ne? Also gerade kurz vorher vor der Messe, also ich glaube am Donnerstag oder Mittwoch, wurde eben bekannt gegeben, die neue Range von Benriach. Und ich durfte ja zum Whisky-Herbst Benriach ausschenken. Aber natürlich, Leute, so schnell, also die Information kam direkt von der Destillerie oder hatten ja dann Whisky-Expert und alle möglichen Kanäle dann veröffentlicht. Und so schnell habe ich natürlich nicht die neuen Flaschen da. Nun gab es da wieder auch Diskussionen. Aufgrund des neuen Erscheinungsbildes. Und tja, was sage ich dazu? Interessiert es euch, was ich dazu sage als Benriach-Fan? Also ich finde das Design jetzt nicht so schrecklich, wie es manche gemacht haben. Da geht jetzt mal mein Gruß an den Miro. Der Miro hat natürlich also wirklich also gleich vernichtende Worte bei Facebook geschrieben zu Benriach. Ob sie quasi dieselben Marketingleute haben wie Ben Romach und was das soll und ach. Also ich finde es nicht ganz so dramatisch, denn die wollten so ein bisschen auf die vorhergehende Episode zurück, also vor Billy Walker. Und da habe ich irgendwo eine Flasche, so eine alte Flasche vom 10-Jährigen und so ähnlich soll es daran erinnern. Warum finde ich es outfit, also das nicht ganz so schlimm, weil es mich eigentlich so an Aberlour erinnert. Und das Aberlour Design finde ich jetzt nicht so schrecklich. Also da, ich habe jetzt wie gesagt ein bisschen länger auch gebraucht, bis ich da meine Meinung dazu gesagt habe, aber ich finde es jetzt nicht ganz so schrecklich, was ich wirklich schlimmer finde. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Dass eine Lücke entsteht. Es gibt einen 10-Jährigen, es gibt einen 10-Jährigen Peated. Es gibt einen 12-Jährigen, es gibt einen 12-Jährigen Peated. Und dann geht es wieder weiter, so, also mit einer riesen Lücke zu 21-Jährigen. Also man muss schon wirklich sagen, Destillerien, die also eine Standard-Range haben,
meinetwegen mit 8, 10, 12, 15, 18, 21 Jahren oder sowas in der Drehe. Das ist schon wirklich eine wunderbare Auswahl, die da manche haben. Und das kann man da schätzen. Es ist wirklich absolut schade, dass es nichts 15-Jähriges gibt, dass es nichts 17-Jähriges gibt, 18-Jährige, was auch immer. Also es gab es ja früher. Gut, es ist in letzter Zeit schon abgeschafft worden. Aber naja, das ist das, was ich eigentlich mehr vermisse, weil ich habe natürlich da auch immer den Sprung, ich sage mal vom 12-Jährigen, der vielleicht 40 Euro kostet. Ich weiß nicht, was sie jetzt machen. Also da bin ich jetzt noch nicht im Klaren, was der kosten soll. Vielleicht kostet er 40, 45 Euro, aber ihr könnt davon ausgehen, dass der 21-Jährige nicht billiger wird. Also der kostet 150 Euro, wenn wir dabei bleiben. Ne? Also davon muss man einfach ausgehen. Und du hast nichts in der Lücke, also quasi für 70 Euro, für 80 Euro oder sowas. Also das ist wirklich das, was ich am meisten da bedauere. Und naja, was die Whiskys ausmacht, das werden wir sehen, die werde ich irgendwann testen, ganz klar. Ob für mich oder vor der Kamera, das weiß ich jetzt noch nicht. Denn es gibt so viele andere, die ich noch probieren könnte. Und ihr wisst, ich werde das nicht zu sehr übertreiben. Ich will euch ja nicht nerven. Ich werde also keine zwei, drei, vier Videos in der Woche machen. Manchmal mache ich zwei, das gebe ich zu. Also wenn, meistens veröffentliche ich ja am Sonntag und dann vielleicht wird es auch mal am Donnerstag. Da versuche ich eigentlich immer kürzere Videos dann zu veröffentlichen. Ich kann schon nicht mehr sprechen, weil ich sollte mich jetzt wirklich endlich mal belohnen. Ah, wunderbar. So, jetzt kann ich ein bisschen besser sprechen. Ja, ich so. Ah, also. Wo war ich stehen geblieben? Die Sache von Benriach. Damit will ich es jetzt bei Benriach erstmal bewenden lassen. Dann habe ich mir hier eine Flasche hergestellt, die ich vor kurzem euch erst vorgestellt hatte. Glendurin, ja, mittlerweile Bottlekill, aber die Flasche steht halt noch hier rum. Gute Erinnerung, denn diese Woche auch neu. Die neue Range, das neue Outfit der Glenturret-Distillerie vorgestellt. Und habe ich gleich drauf geschaut. Es gibt also einen 10-jährigen, oder es gibt, glaube ich, auch. Erst gibt es einen Triple Wood, dann gibt es einen 10-jährigen Peated, 12 Jahre. Und es gibt aber leider, es gibt, also ich habe es nicht gelesen, es gibt keinen Sherry mehr. Und ich finde den ja wirklich super. Und dummerweise kennen den viele bisher gar nicht. Aber jedes Mal, wenn wir auf der Messe den ausgeschenkt haben, oder besser gesagt, er ist ja André immer noch ein bisschen stärker da involviert, oder was heißt involviert, das ist ja Quatsch. Er ist ein stärkerer Verfechter von diesem Sherry, der sagte mal, ja, flüssige Schokolade. Und jeden, den er animiert, oder viele, die er animiert, die ihn mal zu probieren, sagen, oh ja, wirklich, der ist wirklich gut. Und kaufen dann eine Flasche. Also dieser Sherry Whisky ist sehr beliebt, aber man muss ihn vorher mal probiert haben, sonst weiß man gar nichts, wie gut er ist. Und jetzt, wie gesagt, ist er weg vom Markt. Ja, also natürlich gibt es jetzt noch ein paar Flaschen. Also wer sich dafür interessiert, kann erstens mal in das Video schauen, als ich den vorgestellt habe. Diese günstigen NAS Sherry Whiskys. Und ja, das sollte man mal machen. Ja, das war jetzt wieder die Geschichte mit Glentoret. Was gab es sonst noch Neues? Ja, warum bin ich jetzt auch wieder zu den Diskussionen gekommen? Die neue Whisky-Bibel wurde veröffentlicht. Ja, also die kennt ihr ja sicherlich alle. Vom Jim Murray. Ich habe da hier, wie gesagt, die neue mir immer noch nicht gekauft. Die letzte, die ich habe, ist hier 2016. Es ist ja trotzdem schön, man schaut immer nach. Also auch wenn viele sagen, ah, so ein Schmann, was da drin steht, aber es wird trotzdem gelesen und man schaut immer rein, welche Whiskys findet er nun wieder gut. Wobei man natürlich sagen muss, ob er die wirklich alle gut findet. Also er hat ja ein Team, was mit ihm, was für ihn auch verkostet.
Und ich weiß jetzt gar nicht, ob er da dabei ist oder ob die separat unterwegs sind. Das ist so die Information, die ich habe. Natürlich den weltbesten Whisky, den wir da schon immer mal selber probiert haben. Und das ist diesmal wieder ein Rye. Das war schon, glaube ich, letztes Jahr ein Rye. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Also, aber ja, bisher bin ich noch nicht so der Rye-Fan. Aber es ist trotzdem schön, man guckt immer mal drauf und denkt, aha, den Whisky habe ich noch nicht. Der Glen Grant, den hatte ich ja schon mal probiert. Das ist vor einiger Zeit, war der immer bester schottischer Whisky. Da hat er jetzt ist er jetzt vom 18-Jährigen auf den Glen Grant 15 Jahre umgeschwenkt. Den kann man sich mal besorgen. Ich habe mal nachgeschaut, was der kostet. Und dann habe ich gesehen, falls ich mal wieder irgendwie nach Tschechien komme, in den Travel Free Shop, dann kann ich mir den dort mitnehmen. Aber andere Whiskys finde ich ganz gut. Die wollte ich mir sowieso schon länger mal zu Gemüte führen. Und einen kann ich nachvollziehen. Also hier unter den Scotch Whiskys. Die anderen gucke ich manchmal gar nicht so sehr nach, weil die kanadischen oder was ich, was, da gibt es ja so viele Kategorien. Aber bei den schottischen Whiskys schaue ich immer mal nach. Und da ist es so, dass es also Scotch Whisky 10 Years and Under, Single Cask. Da gibt es einen von Annandale Vintage Manor Works. Und diesen habe ich im Live-Tasting bei Annandale mal mit verkosten dürfen. Also das kann ich nachvollziehen, das ist ein richtig guter. Jung, ja, klar, aber die haben wirklich mit diesem Single Cask, was sie da rausbringen, das ist ein gutes Konzept, das gefällt mir sehr gut. Die Whiskys sind wirklich top. Dann gibt es einen anderen hier, Knockando 21 Jahre. Wie gesagt, die meisten kennen ja Knockando 12 oder vielleicht 15. Das sind jetzt noch nicht so Whiskys, die mich vom Hocker hauen, aber es gibt ja dann auch den 18-Jährigen, der soll schon ganz gut sein, und den 21-Jährigen. Und der 21-Jährige, habe ich nachgeschaut, kostet um die 60 €. Den werde ich mir mal leisten. Ein anderer, der hier auch draufsteht, der mich schon lange interessiert, ist Old Pulteney, 25 Jahre. Habe ich nachgeschaut, der ist irgendwie verfügbar, aber der kostet über 300 € und da fehlt mir aktuell wirklich das Geld und die Muße dazu. Das wird nichts. Also da muss ich vielleicht eine angebrochene Flasche irgendwo mir besorgen von einem Whisky-Freund. Das muss man schauen. Aber der würde mich zum Beispiel interessieren. Natürlich auch Glenlossie, 22 Jahre. Wie gesagt, vor kurzem hatte ich ja auch erst Glenlossie probiert. Also das sind schon Sachen dabei, die mich interessieren. Auch bei einem Blended Scotch. Aber da werde ich demnächst mal noch was dazu sagen, weil ich habe hier eine wunderbare Flasche Royal Salute 21. Und da werde ich mal zu dem Blended Scotch etwas sagen. Aber die anderen, die da hier dabei sind, ja, er bleibt sich halt treu. Bei dem Blended Scotch 5 bis 12 Jahre ist eigentlich immer Johnnie Walker Black Label 12 Jahre der Beste. Jetzt weiß ich nicht, ob er die nicht ändert und die einfach jedes Jahr drinstehen, wenn er nichts Neues probiert hat. Also da bin ich jetzt nicht so tief in der Materie. Aber wie gesagt, er verkauft halt sein Werk ganz gut, hat irgendwie trotzdem Einfluss. Wie gesagt, man ist gespaltener Meinung. Es gab in verschiedensten Gruppen sehr viele Diskussionen. Und ja, was wollen wir machen? Gell? Es ist halt so. Aber ich habe ja auch einen Awarded Whisky eingeschenkt. Und den werden wir jetzt gleich verkosten. Den Award, den muss ich euch schnell herholen. Da muss ich mal schauen. Und irgendwo mal einen Break machen. Ja, wo hat der Bonner Heaven seinen Award? Und zwar habe ich das dieses Jahr auch gelesen bei den World Whisky Awards. Ihr kennt sicherlich das Symbol. Die Aussagekraft dieses World Whisky Awards ist manchmal etwas, naja, zweifelhaft, weil wenn ihr euch die Seite anschaut, World Whisky Awards, da sind ja so viele Kategorien. Und so viele Whiskys, die da wirklich Preise gewinnen. Da gibt es dann den besten von der Insel Islay zum Beispiel. Das war in diesem Jahr der 19-jährige Trey Benn. Und dann gibt es die Gold Winners. Und zu den Gold Winners gehört eben der Bonner Heaven 18.
Da gehört aber auch der Brunner Helfen 25 dazu oder der Enkledach. Da habe ich auch schon vor längerer Zeit mal ein Video gedreht. Müsste ich langsam mal wieder probieren, damit ich, weil es kommen ab und zu mal Fragen und ich kann die gar nicht beantworten mehr, weil manchmal die Erinnerung etwas schwindet an dem. So, und da gibt es Silber-Gewinner. Da ist sogar Ben Bracken dabei, also das ist immer kurios. Bin gespannt, wann die Presse darauf aufmerksam wird und dann wieder reinschreibt, ja, einer der besten Whiskys vom Lidl und, ne? Also wenn ihr da mal reinschaut, das Kuriose ist, von diesem komischen Lidl-Whisky, also ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, Queen Margaux, darüber sprechen alle. Dabei ist es auch nur eine Kategorie von Blended und dann bis 10 Jahre oder unter 10 Jahre und also eine Mini-Kategorie und dann schreiben die großartig rein, weltbester Whisky kommt von Lidl. Was ich ein Quatsch finde. Also deswegen, wie gesagt, mit diesen ganzen Auszeichnungen wunderschön, wenn man eine hat. Ne? Ich würde mich ja auch freuen, wenn ich irgendeine Auszeichnung bekomme. Ne? Ob die jetzt nun die wichtigste der Welt ist, das wäre mir in dem Fall auch egal. Ne? Deswegen, das ist schon schön. Aber das Kuriose ist halt, wie die Presse dann drauf geht. Über die anderen Whisky schreibt keiner. Ne? Da muss jede Destillerie selber vermarkten, aber diesen. Oder vielleicht macht Lidl ein gutes Marketing. Also da muss ich sagen, das haben sie schon immer ganz gut hingekriegt. Also World Whisky Award ist eben auch unser 18-jähriger Brunner Helfen ausgezeichnet und ja, da wollen wir mal, ja, wollen wir schauen, ob der das wert ist. Und wenn das nicht wert ist, ein Gold Award zu bekommen, dann freue ich mich, dass ich einen wunderschönen Whisky im Glas habe und einen wunderbaren Tag hatte, wo alles gut gelaufen ist und ja, auch die Autobahnfahrt, alles wunderbar und ja. Und es ist halt heute Abend dann meine Belohnung. Ne? Tja, das Schöne hier bei unserem Brunner Helfen, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Ich weiß gar nicht, wo habe ich denn das Papier vorhin hin? Kann ich gleich mal zeigen. Ja? Also eine schöne Farbe, dunkles Bernstein vielleicht, aber ganz kleinen rötlichen Einschlag hat es auch. Und von der Nase her kommt er mir schon richtig süß vor. Ich habe mal gehört, das soll eigentlich ein bisschen mehr an Seeluft noch erinnern, aber ich muss sagen, aktuell erinnert er mich nicht an Seeluft, sondern eher an irgendein einen Kuchen, der oben so einen Schokoladenguss drauf hat. Also so ein, wie heißen denn die? Also kein trockenen Rührkuchen mit Schokoladenguss oben drauf, sondern so ein recht feuchter Kuchen halt. Und da könnte sogar noch mit ein bisschen Nüssen bestreut sein. Aber es ist jetzt nur eine Assoziation. Ich kenne diesen Kuchen nicht, wo Nüsse drauf sind. Oder erinnert er mich an. Ich bin jetzt heute auf Kuchen. Durch den bin ich jetzt auf Kuchen. Wie das manchmal so ist, gell? Also dann riechst du da dran. Ich denke den ganzen Tag nicht an Kuchen. Ich bin jetzt nicht so der große Kuchenesser. Naja, obwohl die Weste spannend her. Aber es kommt nicht vom Kuchenessen. Aber jetzt angenehm. Vielleicht sogar ein bisschen Marzipan. Genau, Marzipanbrot, wo dann auch diese zartbitter Schokolade drumherum ist. Das könnte sein. Ja, ist ja klar. Nussig, wenn es nussig ist. Und Marzipan ist ja eine Nussmasse. Ich suche eigentlich so ein bisschen die Seeluft. Das ist schade. Also ich, weil es manche so sagen.
Ich komme nicht auf die Seeluft. Aber ich habe so eine ganz kleine herbale Note noch mit dabei. Also super angenehm. Der hat 46,3%. Irgendwo sieht man das. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Also eine wunderbare Aussicht, die man hier schon allein von den Angaben hat. Ganz harmonisch. Also wirklich, das ist eine Sache, die macht Spaß zu riechen. Tja, gelagert ist er. Natürlich auch in Sherryfässern, aber wahrscheinlich nicht nur. Und auf der Flasche steht nichts drauf. Aber Bonahavn lagert ja einen Großteil der Whiskys in Sherryfässern. Naja, ganz leicht salzig kommt er mir jetzt her. Wie diese salzigen Toffee. Seht ihr die sogar hinter mir? Ne, das ist Lafroy. Aber das hier. Also ich habe hier noch so ein paar salzige Toffees von der Isle of Skye. Caramel Fudges. Isle of Skye Sea Salt Fudges, also die mag ich wirklich sehr. Ja, ganz kleine, wie gesagt, herbale Note hat er noch mit drin. Oh. Naja, wollen wir da mal probieren. Wie gesagt, Alkohol wunderbar eingebunden, also da. Wir probieren erstmal so. 46% sind ja wunderbare Trinkstärke. Vielleicht mache ich trotzdem noch ein paar Tropfen Wasser rein. Ja. Ja, ich hab ja vorhin gesagt, ich habe da heute noch keinen anderen Alkohol irgendwie mal zu mir geführt, also mir zugeführt, also noch nichts getrunken. kommt mir jetzt sogar ziemlich kräftig rüber. Angenehm, aber entwickelt sich jetzt. Jetzt wird er schön kräftig, schwer gesetzt. Also da ist, du merkst diese längere Reifung, also die ist wirklich super. Die süßen Aromen, die ich vorher schon in der Nase hatte, die kommen. Ah, du hast dieses. Diesen Schokoladenkuchen habe ich. Ich finde den so gut jetzt heute. Aber so kommt es halt manchmal. Als ich den bekommen habe, das war, ich sage jetzt mal Mai oder Juni. Und da habe ich den aufgemacht und damit zu schnell mal probieren, denkt, Mensch, das soll so gut sein, komm, zack. Nee, wenn du die Ruhe nicht hast, dann ist es einfach nichts. Dann hatte ich nur, wie gesagt, vielleicht noch einmal probiert und habe gesagt, ja, ist er so viel wert? Ist er wirklich so was Besonderes? Ja, muss ich sagen, er ist er. Also er ist ein guter Whisky. Goldgewinner. Gut, wenn du die anderen Kategorien siehst, wer da alles Gold gewinnt, dann ist er auf alle Fälle damit anzusiedeln. Jetzt wird er öliger. Wenn man den länger im Mund hat, ne? Die Wärme tut ihm gut. Und ich habe trotzdem diese Salted Caramel Fudges, die habe ich jetzt auch im Geschmack. Wie gesagt, da hat jetzt kein, es sind nicht wie salziges Essen oder Steak oder sowas, aber diese Salted Caramel, also ich hoffe, ihr habt die Möglichkeit, die irgendwo mal zu probieren. Also das ist wirklich ein
Das ist was Feines. Und ich merke bei dem wirklich auch keinen Rauch, weil manchmal könnten leichte Rauchnoten vorhanden sein, weil Bunnahabhain ja auch rauchige Whiskys produziert. Die nennen sich dann entweder Moyne oder, wie hieß der andere Bunnahabhain? Ach, wie heißt denn der? Stoischer, Stoischer. Genau, hier steht drauf. Heavily Peated. Ja, genau. Ja, zur Distillerie habe ich bestimmt schon Ähnliches gesagt bei den anderen Videos. Also da muss ich jetzt zu Bunnahabhain, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Fällt mir gerade ein, den habe ich die Woche nicht angeboten. Ich hatte die Woche überraschenderweise die Situation, dass ich quasi ein Einsteiger-Tasting machen konnte oder musste. Also meine Tochter hatte zwei Kommilitoninnen da und die wollten auch mal Whisky probieren. Und ja, dann fährst du halt verschiedene Sachen auf und dann denkst du, ach Mensch, was gibt's denn den? Die haben vorher noch keinen Whisky getrunken. Und ja, das hat mich natürlich daran erinnert, dass ich vielleicht auch mal so ein Video machen sollte, welche Einsteiger-Whiskys empfehle ich denn? Da weiß ich hundertprozentig, dass ein Bunnahabhain 12 eine Möglichkeit gewesen wäre. Aber in dem Moment, so kurzfristig, denkst du, ah, was hast du denn da? Und ich habe ja genügend dastehen, aber Bunnahabhain habe ich zum Beispiel nicht hingestellt. Und der andere war noch im Lager, zum Beispiel Tobermory 12, finde ich ja aktuell einen recht guten für Einsteiger. Naja, und dann haben wir uns da gesteigert. Und das ist dann wieder interessant, ähnlich wie ich euch gesagt habe, der Weg zum Whisky. Es gibt eben keinen vorgefertigten Weg, den man gehen muss, wo man sagt, weil jeder geht einen anderen Weg. Wie gesagt, die hatten beide noch nichts probiert, also noch nicht vorher Whisky getrunken. Und die eine war dann so neugierig, hat gesagt, ach, ich würde auch einen anderen noch probieren. Ich habe ja immer nur kleine Sachen eingeschenkt. Ne? Wir haben also, ich glaube, mit Diensten Virgin Oak hat man angefangen und dann Stück für Stück. Dann hatte ich auch hier den ich hier rumstehen habe, den Ben Nevis Traditional Peated mit dabei. Der ja vom Rauch her eigentlich schon was sagt, ne? Und den fand er dann auch schon sogar gut und hat gesagt, ach, ich würde sogar noch einen stärkeren rauchigen probieren. Dann wusste ich es nicht, was mache ich? Naja, dann habe ich da einen, das seht ihr jetzt nicht, aber der steht da oben dahinter. Ich habe dann einen Octomore hin. Ich habe natürlich jetzt nicht die absolute Rauchbombe mit über 300, weiß ich was, BPM. Ich habe nur den 8.2 und den anderen sehe ich jetzt wieder nicht. Also eine 8.2 habe ich zum Beispiel mit drin, der ja auch in verschiedenen Weinfässern noch mit war. Ne? Und ich hatte auch den Rasai, habe ich, wo habe ich denn den stehen? Den kennt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ein Video kann ich nicht mehr davon machen, da ist so wenig drin. Den fand ich so klasse. Rasai finde ich jetzt nicht. Wo ich denn den hingestellt? Ja, hier. Also da bin ich auch gespannt, was da kommt. Das ist ja noch nicht der Original-Whisky, ne? While we wait. Ja, aber das ist zum Beispiel Lightly Peated and Finished in Tuscan Red Wine Cask. Also das war so die Last Order. Und den habe ich irgendwann mal gedacht, muss man probieren. Und wie gesagt, das Zeug schlabbert sich so weg. Super Whiskys. Obwohl ich dieses Jahr auch Whiskys probiert habe, die ja sehr gewöhnungsbedürftig waren. Aber der hier ist es definitiv nicht. Also dieser 18-Jährige. Ach, das ist was, wo man wirklich sich hinsetzen kann. Der läuft ja auch sehr schön ölig am Glas runter. Ja, den hätte ich auch anbieten können. Sehr, sehr angenehm. Die nussige Komponente kommt hier mit raus. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich kann es heute gar nicht richtig beschreiben, wie gut er schmeckt. Aber wie gesagt, dieses Salted Caramel passt ganz gut. Jetzt ist natürlich die Situation, dass der Whisky aktuell eben auch so 130 Euro kostet. Und es gibt aktuell auch manchmal das Problem, dass man ihn gar nicht mehr bekommt. Also ich weiß nicht, bestimmte Online-Shops wird es natürlich geben,
die ihn irgendwie noch führen. Da kannst du vielleicht sogar auch mittlerweile 149 € dafür zahlen. Tja, mit was ist er zu vergleichen? Es gibt ja viele 18-Jährige. Ja, vergleichbar mit dem Glendronach 18 ist er nicht, weil beim Glendronach 18 aktuell, den wir auch auf der Messe ausgeschenkt haben, haben wir ja sowieso einen 23-jährigen Whisky drin. Das passt schon mal nicht, ne? Also es sind ja doch noch mal 5 Jahre Unterschied. Kannst du nicht machen. Ja, ist er 130 wert? Ich weiß, viele haben natürlich die Situation, dass sie einen Whisky vorher mal probiert hatten, den 18-Jährigen, den Vorgänger, und der hat um die 80 oder 85 € gekostet. Ja, es wäre natürlich immer schön, aber das ist bei anderen Whisky, haben wir dieselbe Situation. Obwohl, nee, ich habe ja hier nebendran den Diensten 18 Jahre stehen, den ich ja auch sehr lecker finde. Und der ist noch in dem Dreh. Der kostet also um die, ich sag mal, 75 €. 79 €, also 80 €. Gut, das ist jetzt die alte Version. Die neue Version habe ich jetzt gar nicht da. Sind die vergleichbar? Sind sogar ja von derselben Company, also von der Distel Group. Aber ich glaube, beim Diensten, da sind noch mehr Bourbonfässer mit verwendet als hier beim Unaheaven. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt die Fässer nicht hundertprozentig. Es steht nicht auf der Flasche drauf. Es könnte auch sein, dass es nur Sherry-Fässer sind. Müssen ja nicht First Fill Sherry immer sein. Sondern wie gesagt, kann ja auch Second Fill sein. Finde ich gar nicht so schlecht, wenn Second Fill sind. Da kommt noch ein bisschen mehr Würze auch von der Eiche. Aber die ist sehr zurückhaltend. Also ich habe hier gar kein, also ganz, ganz wenig Holz, also sehr harmonisch. Und ich habe jetzt sogar vergessen, hier Wasser reinzumachen, weil er einfach lecker schmeckt. Also da brauchst du gar kein, da brauchst kein Wasser dazu. Wunderbar. Also für mich hat er trotzdem irgendwas wie von Kuchenteig noch mit dabei. Also diese Süße, die ganze Zeit in der Nase auch ist. Herrlich. Was ist das für eine Süße? Vielleicht wie Bienenstich. Ganz leichte Honigsüße. Wunderbar. Ich glaube, den werde ich noch mal nachschenken. Klasse, also wirklich super. Ja, mit was ist es noch zu vergleichen? 18 Jahre, mir fällt jetzt gar nicht so viel ein von 18-Jährigen. Wie gesagt, Glendronach ist natürlich ganz klar absolute Sherry-Bombe. Der Diensten und der Bunnerhefen. Ja, beide lecker, beide lecker. Ob die vergleichbar sind, will ich jetzt gar nicht machen. Würde jetzt auch zu weit führen. Ne? Oder habt ihr noch Zeit? Nee, ach, wir lassen es. Aber ich schaue jetzt gerade mal um mich, ob ich noch irgendwelche anderen 18-Jährigen da hier rumstehen habe. Ehrlich gesagt bin ich jetzt ein bisschen betriebsblind. Ich habe bestimmt 18-Jährige noch hier rumstehen, aber naja. Nee, also hier habe ich zwar noch einen Bunner Herren, Gordon MacPhail, der ist nur 11 Jahre. Habe ich überhaupt noch ein Glas irgendwo in der Nähe? Sonst könnten wir mal eine kurze Ähnlichkeit noch mal finden. Obwohl, Gordon MacPhail kannst du wieder nicht. Naja, kannst du ja nicht, das kannst du ja nicht vergleichen. Wir lassen das bei dem. Ich schenke mir den 18-Jährigen noch mal ein. Genieße meinen Abend und hoffe, ihr habt auch, oh, wie schön die Farbe jetzt. Habe ich bestimmt schon mal erwähnt vorher, aber wie schön. Das macht echt Spaß, den einzuschenken. Ne? Vor allen Dingen gefallen mir die Flaschen, weil du kannst mit dem Daumen unten rein, kannst schön festhalten. Ne? Ja, das sind alles so Aspekte, diese dunkle Flasche und so. Das ist, ich mag Bunnerhefen.
Von denen habe ich zwar nicht so alte Flaschen da, aber hier zur Boma habe ich einen 8-jährigen uralten. Dann von Diensten hier so einen alten 17-jährigen mir irgendwo besorgt. Also ich habe schon noch ein paar schöne alte Sachen auch da. Da können wir demnächst mal drüber sprechen, wie man die lagert, wie er die verschließt. Gab es die Woche auch eine Diskussion. In dem Sinne wünsche ich euch eine angenehme Zeit. Bleibt gesund. Ich genieße hier noch ein bisschen den Bonner Heaven. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer André.